Mama! Hat er eher einen Gehirntumor? Gib mir Schädelfrost! In den Anus rein! So! Aus dem Anus. Alter! Was ist das Aua. Denn? Alter, ist der Penis auch so beweglich? Ja. Denk mir das Ding noch. LOL! Da ist mein Auto platt gegangen. Leck mir die Eier. Oh. Oh, ich bin gesleckt, Mama. Wo ist denn hier die Kiste? Sag jetzt nicht, die ist irgendwie über uns oder so eine Scheiße. Ja. Ach, die ist hier drin. Die ist hier auch, oder? Die ist hier drin. Alter, haben wir ja noch gerade so Glück gehabt. Alter, diese Liana, Waffe macht so viel Damage, das ist der Hammer. Chargen der Arznei besorgt. Effizient, sehr effizient. Und nun, verteile die Medizin bitte in der Stadt. Alter, ich bin zurückgeschleudert! Gib ihm, Jay! Alter, ich bin fast tot! Gib ihm! Was ist Peter, das Stück, jetzt hopp! Ihr dummen Huren! Wieso wurde ich denn zurückgeschleudert? Das habe ich nicht verstanden. Wo ist er denn jetzt hin? Nein, so finde ich gut. Alter, die Viecher verfolgen mich noch! Harry ist der Erste, der einen zurücklässt. Da war vor allen Dingen auch so Teleportation. Fickt euch doch in meine Scheiße, nein! Alter, das kriegt ihr wieder. Müsst ihr wieder auf die Kirchturmuhr? Harry, du musst einfach nur zu so einem Fahrzeugding laufen. Halt dein Maul! Teleportierst dich da rein. Harry, warum bist du eigentlich nicht eingestiegen gerade? Ja. Schädelfrost hat nicht in unserem Wagen Platz, Hardy. Alter, ich hänge fest, ich komme nicht raus! Was war das denn für ein Scheiß? Er ist... Wir versuchen nicht mit ihm zu sprechen. Komm zurück und hol dir deine vereinbarte Belohnung. Alter! Da unsere Gehirne nicht von innen heraus verfaulen werden, kommen wir zu Punkt 2 meiner Agenda. Revolte. Wenn wir die Herrschaft Hyperions abschütteln wollen, braucht die Stadt einen Schild wie Sanctuary, um sich vor den Moonshot-Blitzen zu schützen. Wenn du der Stadt ein paar Schilde spendieren könntest, könnte ich sie zerlegen und daraus uns einen Schild bauen. Also ich hab 30 Tokens. Ach, was hast du denn nicht tausendfach, Peter? Das ist doch unfair. Hör mir mal ein Schild. Du hast 1000 Token? 30! 5000, Hardy. Ich kann das Schild nicht da reinwerfen. Dann muss ich da rein. Muss ich von oben machen. Upsala. Ich will da rein. Nein. Wo denn ist? Weißt du, das schreddert mich jetzt richtig. Mal gucken, ob mich das richtig schreddert jetzt. Nö. Ich war mal Computertechnikerin. Na, mehr habe ich nicht. Anscheinend müssen wir da jetzt normale Schilder reinwerfen. Ja, du hast doch sicher noch irgendwelche Deckschilde, die du gefunden hast, oder? Ich habe noch eins im Inventar. Ich habe meins, das ich drauf habe. Ja, Peter, kannst du auch nehmen. Harry, wo bist du eigentlich? Ach, halt dein Maul! Zack! Ich hab auch mein Schild da drauf. Ah, den läuft der immer noch, oder was? Hardy! Hardy, hast du noch ein Schild dabei? Ja, das werde ich aber nicht opfern. Was heißt opfern? Das ist die Quest. Da kriegen wir denn jetzt vernünftige Schilde her, ey? Das gibt es doch gar nicht. Vernünftige, einfach irgendwelche. Ja, halt irgendein Schild. Ist hier irgendeine Verkaufsstation? Hier ist Hell. Das wäre so billig. Wenn stimmt, rette ich dir dein Leben. Doch, aber schon. Hier, Schilde. Das ist ein Scherz, oder? 1, 2, 3. Ja. Willkommen in Overlook. Wir freuen uns, Sie zu sehen. Muss ich die jetzt einfach reinwerfen, oder was? Mit fallen lassen? Ja, put it in. Was? Das war Pi. Das ist richtig, richtig geil gemacht.
Wieso fallen die denn sonst wohin? Gibt's hier irgendeinen Peter Trick? Hat noch ein paar Probleme mit dem Einlochen. Hardy ist auch wieder da! Hi Hardy! Kann ich dir nicht da reinfallen? Solche leer die auch schon. Danke für das Zeug, Fremder. Ich kann den Schild jetzt bauen. Schnapp dir den Schrott und bring ihn zu mir. Mach mal doch. Das mit, Hardy. So, ich hoffe, die Belohnung wird befriedigend. Ihr werdet euch alle selbst in die Luft jagen. Hört lieber auf. Danke für diesen Beitrag, Dave. Boah, ein super Schild, Hammer. Overlooks Schild ist fertig. Und ich hätte gern, dass du mir hilfst, ihn zu testen. Begib dich zu dem Hyperion Außenposten in der Nähe und geh dort zu der Mörserkanone auf der Abschussrampe. Ich hab erst gelebt. Karima, weißt du, was noch besser ist als ein funktionierender Schild? Keine Frau zu sein. Oh mein Gott, Schnauze, Dave. Ich mag Dave. Ich hab erst Hyperion Möse gelesen. Eine Hyperion-Möse, genau. Wie kommen wir denn da hoch? So eine Ahnung? Ups. Oh ja, Moment, wo ist denn hin? Wir müssen hier um die Ecke. Oh, komm mal hier runter. Hier was? Alter, dreh dich doch nicht, du Penner. Nee. Hier ist eine Sackgasse. LOL! Oh mein Gott, ich bin ausgestiegen! Okay. Ja, das ist natürlich aber ziemlich schlimm, muss ich sagen. Oh Peter, warte, wir holen dich eben ab. Ja, jetzt haben wir Asi jemanden zurückzulassen. Ja, das finde ich auch nicht gut. Hier Peter. Ach, ja, ich glaube, der ist da schon richtig. Wir müssen da wieder hoch, oder? Nee, ja, da kommt man. Alter! Wir sterben hier! Fuck! Oh, ich muss hier weg. Oh, das geht uns aber gerade wirklich nicht allzu gut. Also der Pfeil zeigt auf jeden Fall nach oben. Also. Oh, ja. Ja, den Berg halt hoch. Ich denke mal dann hier hinten rum, ne? Echt? Alter, willst du nicht irgendwie. Wollen wir nicht ein neues. Ah, okay, scheiße. Dann das Ding, das repariert sich doch irgendwann von alleine, meine ich. Okay. Da, jetzt. Und wie kommen wir hier den Berg. Ah, doch, eventuell schon. Boah, voll scheiße, jetzt muss ich laufen. Du bist doch bei Hardy drin. Du bist ausgestiegen? Alter, wo muss man denn hier lang? Boah, jetzt hast du wieder so eine Frau vor dir, die nicht fahren kann. Okay, das sieht nicht richtig aus. Sicher? Oder doch? Alter! Ach, könnte sein. Okay, jetzt gibt's auch mal. Hyperion geschützt, das passt doch. Ja, dann mal ab. Ne? Dann mal ab, rein! In die Power. Ich hasse fucking Bots. Oh ja. Alter, das ist so ein Selbstmordvieh. Wo sind die Gegner? Alter, wie meine Pistole die ganze Zeit noch macht. Das ist doch was. Lol. Aua. Alter, ja genau! Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Alter, der Badass Loader hat aber ganz schön viel Leben. Lol, ich bin noch drauf. Wo kommen denn die ganzen Homo... Alter, wo kommen die ganzen Homo-Explosion-Spackos her? Toll, wieder down. Oh, Pete, da haben wir echt ein Problem gerade. Kann das sein? Ja, das kann sein. Nein, Jay ist am Start. Ja, okay, wir sind alle wieder am Start. Würde mal auch Raketenwerfer raus und... Der Badass Loader ist ja voll übel. Ja. Kann ja Sachen in die Luft schreiben. Das ist voll Bullshit, ey. Hardy, wo bist du denn schon wieder? Ja, ich bin in so eine Schlucht gefallen, da kommt man nicht mehr raus. Das übliche, Hardy fällt in eine Schlucht und kommt da nicht mehr raus. Was ist denn hier? Hier ist noch irgendwo ein Gegner. Na, ich sehe das. Wahrscheinlich über uns auf der Brücke. So. Das Gaglutscher da oben bei der Kanone. Bitte ignoriere Dave und richte die Kanone 55 Grad nach links und 86 Grad nach oben. Overlook muss voll von dem Mörser getroffen worden. Weiter, Hardy, du müsstest hier sein, weil hier gerade für ein Grafikfeuerwerk abgeht. Ja.
Also doch. Das wäre richtig geil, wenn jetzt die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt wird. Aber ja, ziemlich geil. Hä? Und das HD kaputt geht. Alter, verpiss dich, du Homo! Adi, pst! Halt dein Maul. Sei nicht traurig, dass Jack dein Mann in den Grinder gesteckt hat. Was soll's? Ich steig mit dir ins Bett, wenn du mich freundlich bittest. Lol. Das war Dave's Hütte. Oh. Und jetzt versuchen wir es mit aktiviertem Schild. Aber nice. Jetzt ist das Schild wieder aus. Oder? Ja, zieht nee, nee. Aus. So. Oder es war halt gerade nur so eine Grafik, dass es jetzt ja, aktiviert ist. Das kann natürlich sein. Ziele mit dem Mörser, sagt er. Bitte feuere die Kanone noch einmal ab. Feuer! Das ist voll die Scheißkanone, das dauert ja ewig, bis das Ding da ist. Sehr effizient. Der Schild funktioniert. Nee. Overlook ist sicher und kein Dave mehr. Heute ist ein wahrer Glückstag. Komm zurück, sobald es dir passt. Die hat uns zum Mörder gemacht, ey. Ja, mal zurück, voll ne? Die Schlampe. Warum springt ihr nicht die Klippe runter? Ist doch viel geiler. Hä? Wir müssen doch zurück. Lol, ja, direkt. Ich wollte noch das Geld hier haben, hier liegen noch 10 Dollar. Na klar. Whee! Oh mein Gott, hammer tiefer Sprung. Damals war ein Peak bei Battlefield 3, oder was? Auf jeden. Mal geil, wie sie sich einfach nicht die Beine brechen. Oh ja. Warum auch? Aber sonst bei jedem kleinen Spinnenfurz Schaden kriegen, ey. Kann echt mal wahr sein. Ey, wo kommt das jetzt schon wieder her? Hast du auf uns geschossen, Bram, während du gesprungen bist? Nein. Dann lügst du mich gerade an. Vielleicht. Oh, Bram, du musst dich mal heilen, glaube ich. Wasch. Nur Pussys brauchen Leben. Applaus, ich frag mich ja echt, was da für ein scheiß Steam-Cloud-Bug war, dass erstmal ein Charakter nicht das richtige Level hatte. Ja, Brams Charakter war erst 17. Das war ein bisschen bescheuert. Ja, oh, jetzt hast du wieder deine 22er Bitch. Ja, machen wir erst 17. Weißt du, was Leben. Ich an Dave ui! Dass er tot ist. Alter. Was haben wir denn? Eine lila eine Schild. Oh ja. Wieso hab ich das jetzt nicht gekriegt? Guck mal dein Inventar. Das geil, ist ja schön. Heißt auch, das ist auch Deadly Bloom. Ja. Was soll das heißen, theoretisch? Mit Explosionsnova hab ich das. Ja, hm? Wenn das Schild aufgebaut ist, dann gibt es Boom, Boom, Boom. Boah, 2 Sekunden nice. Länger Ladeverzögerung. Echt, so, was haben wir denn hier noch für Quests hier? Wo waren wir nochmal? Highlands. Versteckte Tagebücher. Also das sieht doch aus wie eine Rumfahrquest. Was muss man da machen? Meinst du, wir müssen rumfahren? Ich glaube, wir müssen versteckte Tagebücher finden. Finde ich aber gut, die sind offenbar nicht besonders gut versteckt, wenn wir die auf der Map angezeigt haben bekommen. Mega krass versteckte Maps. Heidi Diddy. Na komm, hat der Feind letzten Spawn. Hast du einen Zweisitz spawnen lassen? Ja, Sigi. Jay, spawnst du auch noch einen? Warum lässt du nur einen Zweisitz? Warum hab ich nur so ein Assi, wa? Ja. Ich hab aber auch noch einen Zweisitz aus Versehen spawnen lassen. Komisch. An Hadi Stelle hätte ich ja einen Viersitzer gespawnt und wenn damit über eine Sonne Krümmung gefahren, hat man gestorben, ja. Um sich an uns zu rächen. Alter! Ja, dann hätte der wieder alle rumgeholt. Was war das denn für ein Abbruch? Abbruch? Du bist noobig gefahren, einfach. Hä? Bin ich nur hier hinter ist? Ich weiß nicht, irgendwie hier so drauf. Ich glaube da runter. Da bei dem Haus. Hier, wa? Ja. Ja, ich glaube hier ist nicht falsch. Nein, ich wollte hier einmal durch die Kackhaufen fahren. Sehr schön. Verdammt, jetzt kommt man hier nicht durch. Das war ein schlechter Scherz. Alter! Hammer nice, Jay. Bam! Oh scheiße, jetzt hängt man hier drauf. Nein! Alter, wie kann man denn so schlecht einparken? Oh, jetzt fahr du Scheißding! Ja komm, dann erst hol mal raus. Ich hol mal raus. Das schau ich nicht. Oh, nice. Nee, ich hol auch nicht da raus. Du fährst dann weg. Ja, komm, Jay. Genauso wie du. Jetzt fahr da hin, damit ich das da rausholen kann. Wir gehen da schon mal... Ach so. Ich fahr nicht weg. Du hast mich ja nicht verarscht, denn Jay.